Heute vergleichen wir gemeinsam die DHL Group mit UPS. Wir sind da letztens eigentlich mehr oder weniger durch Zufall im neuesten Video draufgekommen. Hey, wir sollten uns mal beide Aktien vergleichen, weil viele haben von euch die DHL Group im Depot drinnen. Ist auch eher euer Favorit, aber ich habe gesagt gehabt, so UPS ist eigentlich für mich das spannendere Unternehmen. Ob das wirklich so ist, das schauen wir uns wirklich am PC an. Aber ihr wollt jetzt einfach hier nochmal in Gale diesen schönen Ausblick geben, damit du so ein bisschen aktuell siehst, wo ich unterwegs bin. Hier auch dieses schöne Hotel, ich glaube, das da oben, können wir mal ranzoomen, das wird da eher so ein bisschen die VIP-Bereich sein. Ich bin da unten drinnen, im letzten Loch, ne, das passt perfekt für mich. Und jetzt schauen wir uns mal komplett neutral die beiden Unternehmen an. Ich bin in keines der beiden Unternehmen investiert und daher kann ich hoffentlich das Ganze relativ neutral begutachten und da bin ich jetzt echt gespannt, welche der beiden Aktien dann am Ende des Tages unsere Favoriten sind. Ich möchte auf jeden Fall, dass du dann auch reinschreibst, welche Aktie dein Favorit ist und deswegen let's go und wenn du neu bist auf dem Kanal, gerne den Kanal abonnieren. Auf der linken Seite siehst du jetzt die DHL Group und da möchte ich direkt erstmal mit dem Umsatz anfangen. Für das Jahr 2024 erwartet man nämlich insgesamt fast 90 Milliarden US-Dollar Umsatz und UPS hat dieses Jahr womöglich etwas über 93 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und das fand ich schon so spannend, direkt am Anfang zu sehen, so hey, die Unternehmen, die haben natürlich verschiedene Segmente, haben sich auf irgendetwas spezialisiert, aber werden dieses Jahr womöglich relativ gleichen Umsatz generieren, in US-Dollar-Basis natürlich. Und das finde ich extrem spannend, weil der Marktwert komplett unterschiedlich ist. Währenddessen die DHL Group mit einem aktuellen Marktwert von gerade mal 49 Milliarden US-Dollar bewertet wird UPS mit 127 Milliarden US-Dollar bewertet, hat zum Beispiel 382.000 Mitarbeiter, währenddessen die DHL Group fast 600.000 Mitarbeiter haben. Ich finde das, also das sind so Sachen, die mich halt einfach so wahnsinnig interessieren, weil zum Beispiel UPS ein KGV aktuell von 21 hat, hat die DHL Group ein KGV von 12. Also eigentlich 13. Dann denken wir so, what the fuck, wie krass sind eigentlich diese Unterschiede in solche kleinen Bewertungen? Und was heißt kleinen Bewertungen? Schaut euch mal das an. Also die DHL Group, kann man sagen, ist fast ein Drittel nur wert an der Börse. Und das sind so Sachen, ja, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen tiefer reinschauen. Und zwar gehen wir jetzt direkt mal in die Unternehmen selbst rein, weil die haben sich ja auf verschiedene Bereiche spezialisiert. Und zwar die DHL Group Express und Umsatz nach Geschäftsbereichen hat halt hier zum Beispiel die UPS einen ganz anderen Geschäftsbereich und Inlandspakete zustellt, währenddessen halt hier die DHL Group auf Express setzt, global eben sich aufgestellt hat, hat sich halt die UPS auf Amerika spezialisiert. Das merkt man auch sofort hier, 80% vom Umsatz wird in Amerika erwirtschaftet, Rest 10% Europa, 10% international und die DHL Group hat sich halt viel breiter aufgestellt. Aufgepasst Freunde, beim Zero Broker gibt es aktuell für dich noch 25 Euro Bonus mit dem Code HOLLY25, der Link ist unten drinnen. Beim Zero Broker ist das Besondere daran, wenn du den Broker richtig anwendest, zahlst du keine Ordergebühren. Ich mache das bereits seit 2019, habe mir dadurch locker über 1000 Euro sparen können. Der Zero Broker hat jetzt insgesamt über 2000 Sparpläne, die du bereits ab 1 Euro ausführen kannst, keine Ordergebühren mehr zahlst und da kannst du in Aktien, ETFs und auch Kryptowährungen investieren. Absolute Empfehlung an dieser Stelle. Und nicht nur für die Deutschen ist dieser Broker zugänglich, sondern eben auch für Österreicher und Schweizer mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Sichert dir jetzt den Zero Broker und 25 Euro Bonus mit dem Code HOLLY25. Was ist jetzt besser? Sollte man sich auf einen Markt konzentrieren und da eben den Fokus drauf setzen? Weil theoretisch wäre das ja bei der DHL Group Deutschland. Aber Deutschland, muss man halt auch wiederum sagen, ist halt nicht so groß wie Amerika. Und das ist halt, es ist nicht einfach hier zu sagen, was jetzt besser ist. Beide Unternehmen machen das schon extremst lange, auch extremst erfolgreich. Da würde ich sagen, ist das halt einfach meiner Meinung nach eher ein Unterschied, mal ein Unentschieden. Was ich halt so spannend finde beim Management, bei der DHL Group, der Tobias Meyer, da ist ein frischer Wind vorne drinnen mit gerade mal 49 Jahren, CEO auch bereits seit 5 Jahren und der Geschäftsführer, sprich eben der CEO, der Carol,
der ist seit 1995 bei UPS mit drinnen. Das sind so Sachen, wie gesagt, das interessiert mich, genauso wie man hier unten mal die Unternehmensbeteiligung sich anschauen kann, hat halt zum Beispiel die DHL Group ein bisschen was in Indien auch investiert, und zwar hat das aktuell eine Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar. Und das ist halt auch schon wieder was, wo man sagt, hey, yo, das könnte man zum Beispiel auch irgendwann mal verkaufen. Vielleicht hat das ja dann auch noch einen größeren Wert und kann das halt dann dementsprechend zum Beispiel für Aktienrückkäufe verwenden, das Geld für Schuldenabbau und so weiter und so fort. Und da geht halt auch einen definitiven Punkt an die DHL Group, dass die sich da auch ein bisschen global eingekauft haben. Definitiv interessant. Ja, sonst, da ist halt natürlich auch noch das Government mit drinnen in der DHL Group, und das muss ich sagen, ja, es lahmt halt einfach, gell, wenn da das Government mit dabei ist, weil die natürlich auch sagen, wo es lang gehen könnte mit dem Unternehmen. Die machen dann natürlich auch bei 17% Beteiligung natürlich auch von ihrem Stimmrecht dann auf jeden Fall geltend, und ich mag halt eher, wenn die Unternehmen selbst entscheiden können, wie sie agieren, was am besten fürs Unternehmen ist, und das weiß nicht, da bin ich nicht so der Fan davon, aber generell definitiv aktuell eine sehr interessante Bewertung bei der DHL Group, auch mit dem Buchwert, Aktien werden brav zurückgekauft, da sieht man halt hier eher nicht so, dass Aktien zurückgekauft werden, ganz im Gegenteil, dieses Jahr sollen womöglich mehr Aktien ausgeschüttet werden. Wir haben hier eine aktuelle Dividendenrendite von 4,5% versus 4,8%, die bessere Dividendenkontinuität liegt schon immer in Amerika, scusi, wenn ich so sage, aber bessere Dividendenkontinuität bekommt man bei der DHL Group, das ist meine Meinung dazu, und ja, auch amerikanische Unternehmen sind immer im Verhältnis teurer bewertet wie deutsche Unternehmen oder wie Unternehmen aus Europa, weil the big money ist in Amerika. Und das ist halt immer so eine Frage, wo möchte man investieren? Möchte man jetzt in Deutschland investieren? Dann ist auf jeden Fall meiner Meinung nach die DHL Group definitiv interessant aktuell. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich auch hier so, das Jahr 2022 war halt ein besonderes Jahr für die ganzen Unternehmen. Und da sieht man auch von den Umsätzen her, man kommt selbst im Jahr 2026 nicht an die Umsätze vom 2022 heran. Das sind natürlich alles nur Schätzungen. Aber die Möglichkeit, dass UPS dieses Hoch rausnimmt, ist relativ wahrscheinlich im Jahr 2026, hat eine deutlich bessere Nettomarge, hat auch nicht das Problem mit dem ganzen Papierkram in Deutschland und Co., hat nicht das Government im Rücken drinnen, was meiner Meinung nach, was man halt auch nicht braucht. Und tatsächlich ist es halt auch so, die haben halt auch nicht die Probleme mit den ganzen Gewerkschaften, dass gestreikt wird. Also dieses Ausmaß, was es in Deutschland gibt, gibt es halt nicht in Amerika. Und deswegen finde ich halt, es ist immer nur meine persönliche Meinung, eben dementsprechend amerikanische Unternehmen viel interessanter. Können wir auch uns direkt den Aktienchart, 5-Jahres-Chart anschauen. Und hier sieht man meiner Meinung nach schon auch so eine gewisse Parallelen, weil das Jahr 2021, 2022 hat dann bei diesen Unternehmen dieses Hoch erreicht. In diesem Fall waren es bei 224, sagen wir mal 225 US-Dollar und hier bei 60 Euro. Und die Aktien sind beide stark zurückgekommen, die fallen aktuell, und ich gehe, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, davon aus, dass die Unternehmen noch weiter fallen werden. Die UPS hat gestern nochmal Geschäftszahlen berichtet. Die sind, glaube ich, 30% unter dem Vorjahresquartal gewesen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Aktie etwas fällt, aber war nicht so, weil die natürlich auch gute Ausblicke geliefert haben. Also der Markt, der scheint sich jetzt langsam wieder zu fangen. Und man muss halt dann überlegen, was möchte man dann gerne im Depot drinnen haben. Das kann ich nicht sagen. Ich bin aktuell definitiv pro UPS, weil ich einfach auch nicht unbedingt in deutsche Aktien investieren möchte. Und du musst auch überlegen, so, was macht eigentlich der Big Money? Also Big Money investiert das jetzt aktuell in deutsche Unternehmen. Und du darfst das nie vergessen, wenn die jetzt zum Beispiel in Deutschland investieren, dann müssen die auch zum Beispiel 25% auf Dividenden zahlen. Also 25%, was ist das dann, die Quellensteuer in Deutschland abdrücken. Und warum soll ich ich denke mir halt dann immer als Amerikaner, warum sollte ich dann mein Geld in die Deutsche Post investieren, wenn ich was
Minimum Vergleichbares habe, wenn nicht sogar was Besseres aus Amerika, wo ich keine Quellensteuer zahle. Und da merkt man halt dann so, wenn man halt das so ein bisschen im Hinterkopf drinnen hat, so okay, dann macht es das ja auch für die Amis, die ja eine deutlich bessere Aktienkultur haben, viel mehr Sinn in UPS zu investieren, weil sie dort keine Quellensteuer zahlen, weil das Unternehmen einfach, die sehen das. Aber ja, ich verstehe natürlich, dass die Deutschen dann sagen so, jo, ich möchte eher in die Deutsche Post bzw. in die DHL Group investieren. Ich finde beide Unternehmen definitiv spannend. Man kann sich hier beide Aktien mal auf die Watchliste packen und dann einfach schauen, wann für euch oder für dich persönlich ein interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis gegeben ist. Ihr kennt es mich, man muss nicht sofort investieren, immer voll drinnen sein, sondern auch eine gute Cash-Position haben, dass man ruhig schlafen kann. Wenn die Aktie jetzt, stell mal vor, die Aktie fällt jetzt auf 30 Euro runter. Jetzt einfach nur mal dieses Szenario hier reingestellt in den Raum. Und du hast dann eine schöne Cash-Position. Hey, da macht es doch Spaß, Aktien zu kaufen. Und da macht es sogar noch mehr Spaß, Aktien zu kaufen. Und ihr habt es ja da im Jahr 2022 gesehen gehabt, da sind sie sogar bis auf 30 Euro runtergefallen. Ich weiß, dass einige von euch die gekauft haben. Und dann im Hoch, ja, dann waren sie halt bei über 50% im Plus. Und das ist doch geil. Und ich gönne wirklich jedem vom Herzen diesen Erfolg, weil genau das macht dann Spaß. Aber dann muss man auch mal Teilgewinne mitnehmen. An Teilgewinnen oder Gewinnmitnahmen ist noch nie jemand gestorben. Und das ist ja dann auch das Schöne, wenn die Aktien dann wieder zurückkommen, dass man dann wieder seine Stücke günstiger nachkaufen kann oder wieder einkaufen kann. Und das ist eigentlich wie so Ankauf, Verkauf, günstig kaufen, teuer verkaufen, im späteren Zeitpunkt wieder günstig nachkaufen oder wieder kaufen. Und das ist halt etwas, was ich so extremst liebe, schätze bei den Aktien. Und ich bin echt gespannt, wie sich beide Unternehmen weiterentwickeln werden. Ich werde auf jeden Fall beide Aktien beobachten, mit dir gemeinsam, wenn du meinen Kanal folgst. Und aktuell, das ist aber nur meine persönliche Meinung, geht mein Punkt an die UPS. Einfach, weil ich es euch ja auch erklärt habe mit den Amerikanern, dass die eben am Heimatmarkt mehr unterwegs sind. Ich bevorzuge amerikanische Unternehmen und deswegen finde ich hier die UPS definitiv interessanter wie die Deutsche Post.